Erlebnispädagogik ist im Prinzip ein Sammelbegriff und umfasst, ich würde jetzt mal sagen, alle Gruppenprogramme draußen, wo ich also was erlebe in der Gruppe und damit auch irgendwas lerne. Es geht immer um den Prozess, also um das, was währenddessen passiert. Natürlich darf eine Zielstellung da sein, also zum Beispiel, ich würde die Natur erfahren, ich würde die Team werden und ich würde sie kennenlernen, was auch immer, also ein Ziel kann schon da sein. Ja. Ja. Jawohl! Hey, super! Ey. Ja, super, Sami! Mit den Methoden können wir dann sozusagen die Gruppe aktivieren. Wir können sie vor eine Herausforderung stellen, die sie gemeinsam lösen muss. Und dadurch generieren wir Themen, die wir dann bearbeiten mit der Gruppe. Und zwar muss der Heli ein bisschen leichter lassen. Genau, jetzt. Wuhu! Eine Methode ist die Methode der Reflexion, die wir sehr oft anwenden. Manchmal wirkt auch einfach das Geschehene. Manchmal bringt man vorher irgendwie eine Metapher ins Spiel und meistens ist irgendwas dazwischen. Welche Aktivitäten man dann wählt, hängt ganz stark von den Personen ab, die da sind und von dem, was die auch wollen. Und dementsprechend kann das Spielen sein mit einer Schulklasse oder mit Familien und Kindern. Es kann Klettern sein, es kann Wandern sein, es kann blind durch den Wald gehen, also Naturerfahrung sein. Es können Hochseilelemente sein, es kann auch noch mehr Action sein, also Canyoning. Das wirkt dann gleich so sehr actionreich. Man kann einen Klettersteig begehen, man kann Schneeschuh wandern, man kann also vor allem auch im Winter draußen unterwegs sein und ein Iglu bauen. Also die Möglichkeiten sind da sehr vielfältig. Ja, es kann also sein, dass also die Natur für sich selber steht und einfach wirkt. Mit allem, was dazugehört, also zum Beispiel durch die Kälte im Winter, durch die Lautstärke beim Canyoning, durch die Tiefe beim Klettersteigen oder beim Klettern, also dass das einfach für sich wirkt. Es kann sein, dass es durch Reflexion noch ein bisschen unterstützt wird, also dass man nach der Aktivität, nach der Aktion sich einfach zusammenstellt und ein bisschen reflektiert, hey, was habe ich gespielt, was hat es gemacht mit mir, was habe ich erlebt. Und dann probiert man es, wenn möglich und notwendig und gewünscht, vielleicht sogar noch in den Alltag zu transferieren. Also was kann ich jetzt aus dem raus für mich selber in meinem Alltag mitnehmen? In meinem Alltag als Klasse, in meinem Alltag als Abteilung in der Firma, in meinem Alltag als ich selbst. Ich erlebe es. Dann reflektiere es oder lasse es für sich selbst sprechen und dann schaue ich, ob ich es sozusagen in den Alltag mit rausnehmen kann, das, was ich da erlebt und damit vielleicht sogar gelernt habe.